Herzlich willkommen zu Part 8 und wir machen dort weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Auf geht's! Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Irgendwelche Vorschläge, wie wir uns noch auf die Kollektoren vorbereiten könnten? Vorschläge, sicher. Teuer, aber möglicherweise lohnend. Kann sie Ihnen zeigen. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Dieses Schiff ist ein Nachbau der ursprünglichen Normandy. Aber eins ist klar, die Kollektoren schneiden dadurch wie Butter. Die Panzerung ist einfach nicht mehr Stand der Technik. Ohne Upgrade wird es Tote geben. Die Allianz hatte ein paar neue Spielzeuge in der Entwicklung, bevor ich von dort weg bin. Ich könnte versuchen, ein paar Gefallen einzulösen. Freunde, jetzt werde ich einen meiner ersten Upgrades am Schiff vollziehen, nämlich eine verstärkte Solaris-Panzerung für die Außenhülle des Schiffes. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten.
Freunde, jetzt habe ich eine Upgrade der Krankenstation vollzogen. Und jetzt kann ich mir auch diese lästigen Gesichtsnarben aus dem Gesicht entfernen lassen. Denn bei sonst, wenn ich jetzt nämlich abtrünnige Aktionen noch mache oder positive Aktionen mache, heilen entweder die Narben oder werden noch schlimmer. Deswegen werde ich sie jetzt komplett entfernen, damit ich keine Narben weiter davon tragen werde. Commander, ich habe den Ice Brandy mit Ihnen sehr genossen und hoffe nur, dass ich nicht zu unprofessionell war. Brandy steigt mir immer direkt in den Kopf. Schön, dass Sie sich mal geöffnet haben. Mir war wohl gar nicht klar, wie nötig es war, das alles mal rauszulassen. Aber ich habe Ihnen kaum eine Chance gegeben, selbst was zu sagen. Dann eben jetzt. Was denken Sie? Alle verlassen sich auf uns. Wir dürfen Sie nicht enttäuschen. Sowas wie Sie wird heute einfach nicht mehr hergestellt, Shepard. Na gut, dann versprechen Sie mir, dass wir jedes Jahr eine Flasche leeren. Die nächste geht auf mich. Rupert, an dem Essen heute Abend ist irgendwas anders. Ich tippe auf mehr Lebensmittel und weniger schlechte Laune. Ja, ja, reden Sie nur. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades wir möglicherweise durchführen könnten? Ich habe ein paar Ideen, ja. Hier, sehen Sie mal. Haben Sie kurz Zeit? Said stolziert herum, als würde ihm hier alles gehören. Aber er wirkt ein wenig verwirrt. 20 Jahre hat er nach Rache gesucht und jetzt ist alles vorbei. Ich weiß nicht so recht, was ich mit mir anfangen soll. An Bord eines Schiffes werden selten Diebe gebraucht. Kaum jemand besucht Dr. Chakwas in ihrem Büro. Ich meine, außer wenn es um medizinische Hilfe geht. Ich habe gehört, sie hätten einen Drink mit ihr genommen. Das finde ich nett. Nach allem, was geschehen ist, sind alte Freunde wohl ein richtiger Luxus geworden. Kommen Sie später wieder, dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Bei unserem letzten Gespräch waren Sie sehr offen. Das hat mir gefallen. Ich hoffe nur, ich habe nicht den Eindruck erweckt, flirten zu wollen.
Ich möchte meine Grenzen keinesfalls überschreiten. Sie sind sehr charmant, Kelly. Danke. Sie auch. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen? Das wäre alles. Es ist immer nett, mit Ihnen zu plaudern. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Keine Ahnung, ob Okia freiwillig hier ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Befehle über Lautsprecher verkünden? Reizend.
Konzentriert bleiben. Wir suchen einen Kogana Warlord. Unterwegs. Geht nicht. Scheiße, scheiße, es hört nicht auf zu bluten. Ich werde... Mistkerl! Sieht gar nicht so schlimm aus. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Ich hätte hier eine hübsche Dosis Medigel. Aber wenn Sie wollen, kann ich auch einfach weitergehen. Sie... Es ist nur so, dass ich überhaupt nichts weiß. Ich erschieße lediglich, was aus den Laboren rauskommt. Der alte Kroganer scheint seit kurzem da oben klar Schiff zu machen. Jedor hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Das ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jedor will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. Ich will Ihre Freunde hier nicht sehen. Verstanden? Patrouille? Die letzte Gruppe... hat sich aufgelöst. Hab sie vor 5 Minuten aus den Augen verloren. Aufgelöst? Das wird Jildor gar nicht passen. Sie wollte eine Show. Sie wollten einen Bericht. Und das ist er. Aufgelöst. Verstanden. Kehren in die Labore zurück. Da, sehen Sie? Ich helfe Ihnen. Haben Sie Okir gesehen? Weiß er über all das Bescheid? Zu den Labors hatten wir keinen Zugang. Aber jeder weiß, was passiert, wenn die Kroganer rauskommen. Ich habe Hunderte von ihnen erschossen. Sie sind verrückt. Hirnlos. Da oben weiß jeder, was abläuft. Was hat Jedor mit so vielen Kroganern vor? Uns ersetzen vermutlich. Ich könnte jedenfalls darauf verzichten, gegen eine Armee von denen antreten zu müssen. Aber sie kann sie nicht kontrollieren. Sie sollten eigentlich nicht wahnsinnig sein, aber es sind nun mal Kroganer. Ohnehin nicht die hellsten. Wird Jedors Labor schwer bewacht? Wir haben große Geschütze, um Schiffe auf Distanz zu halten. Auf einen verdammten Kommandotrupp sind wir nicht eingerichtet. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. Ihm Angst zu machen, war ein hübscher Gedanke. Dachte ich mir auch. Weiter. Und so. Verstanden. Zeit zu sterben. Ich brauche Deckung. Gehe Richtung Deckung. Nehme Deckung. Alles klar. Gehe jetzt. Natürlich. Schieße jetzt. Thank you.
Sie haben uns gesehen. Code 6, außen. Feldpräsenz. Feuer auf die Kroganer einstellen. Nicht wie diese Welt. 7 Nachtzyklen lang spürte ich nur den Drang zu töten. Aber sie, etwas lässt mich sprechen. Er ist erst eine Woche alt? Sie züchten sie offensichtlich in voller Größe. Gezüchtet, um zu töten. Nein, ich töte, weil mein Blut und meine Knochen mich dazu treiben. Aber deshalb wurde ich nicht aus der Glasmutter gespült. Überleben ist das Wort, das ich in meinem Kopf höre. Den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht. Aber ich habe versagt, noch bevor ich erwacht bin. Das hat die Stimme im Wasser gesagt. Deshalb warte ich hier. Sie gehören angeblich zu einer Söldnerarmee. Erinnern Sie sich an Jedor? Ich kenne den Namen. Er macht mich wütend. Und ich muss lachen. Es ist kein Name, den wir singen werden, wenn wir marschieren. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber ich habe es oft gehört. Wie können Sie sprechen, wenn Sie erst eine Woche alt sind? Da war ein kratzendes Geräusch in meinem Kopf. Und daraus wurde die Stimme. Sie hat mir beigebracht, was ich brauchen würde. Gehen, sprechen, schlagen, schießen. Dann sagte die Stimme, dass ich nicht perfekt bin. Und der Unterricht hörte auf. Und jetzt bin ich hier. Ihm wurde genügend beigebracht, um ihn einem Test zu unterziehen. Aber was für einem? Ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht perfekt. Okias Stimme? Hat er zu Ihnen gesprochen, als Sie in Ihrem Tank waren? Ich hörte die Stimme. Nicht mit Ohren wie jetzt, im Inneren. Ich nannte sie Vater. Das gefiel ihr. Aber sie war enttäuscht. Ich bin nicht so, wie sie mich braucht. Ein Labor mit Kroganern. Bestimmt ein Versuch, die Genophage zu heilen. Heilmittel? Davon war nie die Rede. Überleben, widerstehen, ignorieren. Wodurch haben Sie die Stimme enttäuscht? Ich weiß es nicht. Es wurde entschieden, bevor ich die Tankmutter verließ. Ich war nicht perfekt. Vielleicht hat ihn die eine Woche Kindheit im Tank wahnsinnig gemacht, so wie der Söldner gesagt hat. Davon weiß ich nichts. Aber ich bin nicht perfekt. Ich habe Sarens Heilmittel zerstört. Wie kann Okir erwarten, dass diese Kroganer die Genophage ignorieren können, wenn er sie nicht heilt? Keine Ahnung. Aber es sieht ja nicht so aus, als hätte er bei diesen Kroganern besonders viel Erfolg gehabt. Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Okir sprechen. Die Glasmutter. Sie ist oben. Hinter den kaputten Teilen. Hinter vielen von euch Fleischwesen. Ich zeige den Weg. Nicht gerade subtil, aber mir gefällt's. Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen. Sie hätten weglaufen oder sich zu den Labors zurückkämpfen können. Warum sind Sie hier geblieben? Ich warte. Die Stimme hat es gesagt. Wenn Sie kommen, kämpfe ich. Aber ich laufe nicht weg. Und ich folge niemandem. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen Zweck. Ich muss warten, bis ich gerufen werde. Und losgelassen. Die Sache gefällt mir nicht. Erhöhte Wachsamkeit. Natürlich. Nehme Deckung!
frei! Rennt um euer verdammtes Leben! Sie sind alle... Bin gleich da. Hab dich! Wer hat die Kugane freigelassen? Auch hier? Geh in Deckung! Schon unterwegs. Ich hab's! Aufpassen! Nehme Deckung. Machen wir euch fertig! Licht aus! Jetzt kommt's! Ein Geschenk für dich! Versuch's mal mit einer Das hat wehgetan! Wir euch fertig. Gute Nacht. Zeit zu sterben. Das ist wertvoll. Da kommt jemand.
nach ihnen. Bin gleich da. Schilde verloren. Schilde! Alle Männer müssen aus den Labors abgezogen werden, um hier mitzukämpfen. Jede Ebene, jeder Außenposten, Bewegung!
Position konzentrieren! Feuer auf mich! Verstanden! Gehe in Deckung! In Deckung bleiben! Jetzt! Mir nichts. Bitte, ich bin unbewaffnet. Ich habe die Überwachungskameras abgeschaltet, sobald ich gesehen habe, dass Sie es sind. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin froh, dass Sie den Laden hier zerlegen. Tut mir leid, Rana Thanoptis. Sie haben mich gehen lassen, als Sie Sarens Labor auf Vermeier zerstört haben. Ich musste in einer Wartungskapsel einer Atomexplosion entkommen, aber trotzdem ist es für mich eine zweite Chance. Ich nehme an, Sie haben einen guten Grund für Ihre Anwesenheit in diesem Labor. Keine Sorge, ich nutze die Chance, die Sie mir gegeben haben. Meine Arbeit hier ist rein wohltätig. Nicht für die Söldner. Jador hat ganz normale Allmachtsfantasien. Aber Okea will wirklich etwas Gutes bewirken, das weiß ich. Auch wenn seine Methoden ein wenig extrem sind. Jeder verdient eine zweite Chance. Das stimmt doch. Und manchmal lohnt es sich eben. Ich kümmere mich um meine Schulden. Was hat Okea hier vor?
Es ist kompliziert. Er hat einen Befehl von Jador, der Anführerin der Söldner, eine private Armee herzustellen. Ich bin nicht sicher, ob sie weiß, was sie damit anfangen sollte. Okir beachtet sie eigentlich gar nicht. Okir verfolgt seine eigenen Ziele. Ich habe für die Tankzüchtungen eine Ausbildungsroutine entwickelt, aber die meisten durchlaufen nicht mal einen Bruchteil davon. Er lässt sie vorher fallen. Wonach er auch sucht, es ist kein Heilmittel und es ist auch kein Zahlenmaterial. Sie an einem Ort wie diesem zu finden, lässt mich glauben, dass es ein Fehler war, sie gehen zu lassen. Und das wollen Sie doch nicht. Darin sind wir uns einig. Keine Sorge, ich habe vor, von allem, was Sie tun, größtmöglichen Abstand zu halten. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich jetzt gern überstürzt davonrennen, bevor Sie hier alles in die Luft sprengen. Ich kenne doch Ihre Methoden. Das war doch ganz nett. Für eine verrückte Wissenschaftlerin, die ihre Moral verkauft. Ich habe Ihr Vorankommen beobachtet. Das nehme ich mit. Es ist höchste Zeit. Die Batterien auf diesen Tanks warten nicht, während Sie mit diesen dämlichen Söldnern spielen. Ich nehme an, Sie sind Okir. Sie wirken auf mich weder wie ein Gefangener, noch wie jemand, der sich über meine Ankunft freut. Sie mögen behaupten, hier Hilfe leisten zu wollen. Aber der bis vor kurzem verstorbene Shepard ist kein Vorzeichen sanfter Veränderungen. Überrascht? Alle Kroganer kennen sie. Rana hat sie mit Sicherheit bereits an ihre Aktion auf Wörmeier erinnert. Sie sind sicher begierig darauf, das Ganze nochmal zu erzählen. Was für eine Geschichte. Saren, ein Abtrünniger der Spectres, droht damit, die Genophage zu heilen, was zur Rückkehr der Kroganer-Horde führen und den sanften Genozid der Turianer und Salarianer beenden würde. Aber bevor Saren seine gewaltigen Truppen losschicken kann, kommt Shepard angeritten und feiert im nuklearen Feuer den Sieg. Der Teil gefällt mir besonders. So bedeutsam. Ich entschuldige mich nicht. Es war die effektivste Lösung. Ich stimme Ihnen zu. Sarens blasse Horde war zudem nicht wirklich kroganisch. Zahlen allein sind bedeutungslos. Der Fehler eines Außenseiters, den auch diese Söldner begangen haben. Ich habe Ihrer Anführerin meine Abfallprodukte für Ihre Armee gegeben. Aber jetzt wird sie ungeduldig. Es ist Zeit, dass Sie mich von hier wegbringen. Wir sind wegen der Kollektoren hier. Ihre Probleme sind uns völlig gleichgültig. Verstehe. Ja, die Kollektorenangriffe haben zugenommen. Ein Problem der Menschen. Meine Anforderungen lagen gänzlich woanders. Ich habe mir das Wissen angeeignet, einen reinen Soldaten zu schaffen. Damit werde ich der Genophage die größte Schmähung zufügen, die ein Feind erfahren kann. Ich werde sie ignorieren. Ihre Suche nach dem perfekten Soldaten hat zu zahlreichen Fehlschlägen geführt. Ist Ihnen das alles völlig egal? Es waren keine Fehlschläge. Meine Abfallprojekte sind genau das, was Jador wollte.
Sie kann nur mangels Führungsqualitäten nichts damit anfangen. Sie sind stark, gesund und für mich völlig nutzlos. Ich brauche Perfektion. Und wenn vorher ein paar tausend Ausschussexemplare herauskommen, dann ist das eben so. Meine Arbeit wird die Kroganer zu reinen Wesen machen. Wir werden nicht wiederhergestellt. Wir werden erneuert. Ich dachte, die Kroganer wollten wieder die Stärke erlangen, mit der sie früher die Galaxie bedroht haben. Das wird nicht nötig sein. Mein Soldat ist eine Schablone und damit eine größere Bedrohung als alle potenziellen Brüder, die an seiner Seite marschiert wären. Die Galaxie weist noch immer die Narben der Horde auf. Aber sie muss erst lernen, ihre Lanze zu fürchten. Sie sind ebenso grausam und berechnend wie jene, die ihr Volk mit der Genophage infiziert haben. Mag sein. Aber ich bringe die Kroganer wieder ganz nach oben. Und mein Soldat wird dabei keine nuklearen Vergeltungsschläge provozieren. Anders als ein Heilmittel oder eine Horde. Mein Vermächtnis ist Perfektion. Und jeder Kroganer wird nach oben kommen, weil er auf den Leichen unserer Leute steht. Sie werden alle übertreffen, aber sie werden nicht vergessen. Was haben Sie von den Kollektoren bekommen? Ich brauche alle Informationen, die Sie haben. Sie sind seltsam. So isoliert und doch so verfügbar, wenn man ausreichend große Opfer bringt. Ich habe Ihnen viele Kroganer gegeben. Ich habe vielleicht Informationen für Sie. Aber die ganze Tech steckt in meinem Prototypen. Nachdem ich herausgefunden hatte, wie man sie einsetzt, ohne das Versuchsobjekt umzubringen. Die Todesfälle waren bedauerlich, aber ich muss nur ein einziges Mal Erfolg haben, um den Prozess in Gang zu setzen. Sie wollen die Genophage also nicht heilen? Entgegen der Behauptung von Überlebenden führt die Genophage nicht zu starken Kroganern. Sie filtert nur eine einzige Eigenschaft heraus, nämlich die Fähigkeit, die Genophage zu überleben. Selbst bei 1000 Totgeburten bleiben noch zu viele schwache Nachkommen am Leben. Jeder Überlebende gilt heute als wertvoll. Das hat zu mehr Problemen geführt als alle Tests der Menschen an uns zusammen. Ich sage, lasst uns Träger der Genophage bleiben. Sollen noch Tausende sterben? Wir werden das alles überwinden, indem wir auf den Berg der Leichen unseres Volkes steigen. So handeln echte Kroganer. Ihre Methoden sind extrem, aber Sie wissen, wie man eine Bedrohung analysiert. Werden Sie uns helfen? Vielleicht können wir eine Abmachung treffen, was meinen sicheren Transport angeht. Aber mein Prototyp steht nicht zur Debatte. Er ist der Schlüssel zu meinem Vermächtnis. Ist sie wirklich so willensschwach? Sie wird mein Vermächtnis mit einem einzigen verdammten Ventil auslöschen. Shepard, Sie wollen doch Informationen über die Kollektoren. Halten Sie sie auf. Sie wird versuchen, auf Gefahrenstoffe in der Lagerbucht zuzugreifen. Sie könnten von vorne anfangen, wie sie es auch vorhat. Wo ist das Problem? Dieser Tank ist rein. All die Versuche und Daten haben dazu geführt. Er lässt sich durch einen Neubeginn nicht reproduzieren. Er muss das hier überstehen. Jador wird bei den aussortierten Tanks sein. Beseitigen Sie sie. Ich bleibe hier und tue, was getan werden muss. Sagen, sie hat genug geredet. Oh.
gerade nicht. Ich habe noch mehr von denen. Los geht's! Im Labor. Verdammt, was macht Okir da hinten bloß? Shepard, der Laboralarm ging mit einem Systemausfall einher. Die verbliebenen Laborsysteme sind ungeschützt und ich habe mir eingeschränkten Zugriff verschafft. Den Laborscannern zufolge ist der Raum voller Toxine und Okirs Lebenszeichen sinken rapide. Ich rate zur Eile. Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Okir hat sein Leben für diesen einen Kroganer gegeben? Schlimmer als Okir kann dieses Ding auch nicht sein. Und wenn er gut ist, brauchen wir ihn. Ein reiner Kroganer hat einen ziemlich harten Schlag und sowas können wir eigentlich immer gebrauchen. Falls er uns überhaupt hilft. Ich bezweifle, dass ihn je jemand nach seiner Meinung oder so gefragt hat. Normandy, vergessen Sie Okir. Aber wir haben ein Paket, das geborgen werden muss. Und es ist ziemlich groß. Kroganer zu Studienzwecken mitzunehmen ist sinnvoll. Aber ich habe Bedenken, ihn aufzuwecken. Ja, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ein normaler Kroganer ist gefährlich. Der hier wurde von einem Wahnsinnigen erschaffen und vermutlich ausgebildet. Wie ich sehe, genießen gerade alle unser neues Fliegengewicht. Bedenken? Wir wissen absolut nichts darüber, Commander. Ich weiß. Finden Sie das nicht interessant? Kroganer sind sehr gut im Nahkampf. Ihn in einem engen Raum aufzuwecken, ist vielleicht keine so gute Idee. Ist notiert. Der Frachtraum ist sicher genug, bis ich entscheide, was mit ihm geschehen soll.
So, das war's für Teil 8 meines Videos. Bis zum nächsten Mal.